Im heutigen Replay von World of Warships zeige ich euch hier mal wieder einen Zerstörer. In dem Fall die Uderloi, den Tier 9 Zerstörer der Russen. Ein sehr besonderes Gerät, weil, naja, wie soll man sagen, die Torpedos, die haben jetzt keine wirklich krasse Reichweite, aber man kann damit schon seinen Spaß und man... Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber man nutzt mit der Uderloi tendenziell deutlich mehr die Schüsse als mit jedem anderen Zerstörer. Und er fährt jetzt hier direkt auf C, will da den Spot machen, hat jetzt hier den Spot und holt sich den Punkt. Finde ich das Schöne an Replays, diese Vorspulfunktion und hier die Shimakaze und er ist offen und da fängt er jetzt direkt das Schießen an. Shimakaze ist ja eigentlich eher das Schiff, was er von den Torpedos lebt. Er hat hier den Rauch aktiv und schießt jetzt direkt. Vorteil, was er jetzt hat, dass er nicht der einzige Spotter ist, sondern dass praktisch hier noch ein anderer Zerstörer ist und spottet und Shimakaze ist direkt raus, er macht's First Blood. Und da hat er jetzt die Baltimore da vor sich. Und hat er sehr gut gemacht, hier weiter zurückgefahren, weil die Shimakaze hat natürlich unglaublich viele Torps. Also ganz clever, da jetzt nicht so weit vorne zu agieren. Und jetzt kann er weiter schießen. Schießt hier schön aus dem Rauch heraus. Ist also dementsprechend hier nicht offen. Man hat es auch gut gesehen, er hat mit AP geschossen. Und hier sind die Torps im Wasser. Und jetzt, glaube ich, wisst ihr, warum ich gesagt, die Torps sind jetzt eigentlich nicht so das Hauptmittel, sondern hier sind definitiv die Schüsse das Ziel und auch AP mit einem Zerstörer eher ungewöhnlich. Aber man sieht, es klappt phänomenal. Also auch mit dem kann man teilweise wirklich gut Zitadellen klar machen. Aber jetzt muss er sich hier aus dem C-Punkt zurückziehen. Aber mal schauen, ob seine Torpedos hier noch was klar machen können. Aber dürften eigentlich nicht mehr treffen. Als Spieler, den habe ich übrigens noch nicht genannt. Das ist Schlachtschiff Bismarck, der uns hier das Replay eingesendet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Nach wie vor könnt ihr immer gerne machen. Je mehr, desto besser. Einfach ganz wichtig, den Link und auch die Screenshots schicken. Am besten eine WinZip-Datei oder WinRAW oder sonstiges. Das ist für mich das Leichteste. So, Torpedos würde er gern auf die Tirpitz abfeuern, aber da ist auch noch eine Insel im Weg. Und von der, vor ihm ist eine Des Moines, die ihm da direkt entgegenkommt. Alle Stationen vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Oh, jetzt ist offen. Entweder auf die Hindenburg oder auf die Des Moines. Er geht auf die Des Moines. Aber man sieht, der Schaden ist dann doch eher homöopathisch. Also eine Zitadelle auf dem Zehner, das ist schon eher happig. Jetzt ist der Rauch aktiv. Ich würde jetzt fast sogar eher auf die Hindenburg schießen. Weil die Hindenburg, da sieht man, da kommt der Schaden einfach leichter durch. So, jetzt muss er sich hier ein bisschen orientieren. Vor ihm die Insel, Torpedos da. Aber den Schaden bringt er hier gut an. Und jetzt die Des Moines. Die will jetzt auch noch ein bisschen was. Da hinten kommt die Tirpitz. Für die könnte er natürlich vielleicht seine Torpedos dann nutzen. So, die Des Moines ist weg. Tirpitz kommt. So, ein bisschen einen Fächer hat er da auch ausgelegt. Nicht alle auf dem gleichen Punkt. Und auch hier schießt er erstmal mit AP. Und da sieht man 3600 Schaden mit einer AP-Salve. Das ist doch aller Ehren wert.
So, jetzt ist er volle Fahrt. Und kommt er noch rum? Oder macht er einen Alcaramba? Er macht einen Alcaramba, er läuft auf Grund. Aber Gott sei Dank läuft er sich da nicht schlimm fest. Kommt hier weiter weg. Die Torpedos kommen, glaube ich, sehr, sehr gut. So, einer, zwei, vier. Vier Torpedos, die da gesessen haben. Also, das hat die Tirpitz mal richtig was gekostet. Und jetzt vor ihm, da jetzt eine Fubuki. Direkt neben ihm hier. Also ganz, ganz nah dran. Da wird mit HE geschossen. Und die Fubuki, die segnet auch hier direkt das Zeitliche. Also wahnsinnige Action, die er hier an den Tag bringt. Und hier für Angst und Schrecken mit seinem 9er Zerstörer sorgt. Wahnsinnig einfach. So, und jetzt geht er da auf die Tirpitz drauf. Also, er spielt den Zerstörer super aggressiv. So, muss ich sagen, gefällt mir das gut. Oh, daneben ihm Shimakaze. Aber Shimakaze hat eben nur die Torpedos, aber ihm sonst eigentlich nicht viel entgegenzusetzen. Jetzt brennt er allerdings, muss da löschen. Hauptturm war zerstört, also jetzt muss er hier... Unterstützer hat er jetzt mittlerweile gesammelt und jetzt kann er den eigentlich ausschießen. Und der typische Fehler eines Shimakaze-Spielers, er schießt zu wenig mit seinen Geschützen. Hätte er das vielleicht mal früher gemacht, hätte er den hier nämlich rausgenommen bis dato. Aber hier der Torpedo, Gott sei Dank, verhilft ihn da zum nächsten Kill der Shimakaze. Oh, jetzt ist er auch da noch von drüben frei und beschießbar. Rauch ist aktiv. Tirpitz ist zerstört. Nebelwand gelegt. Und jetzt geht er dir hier auf die Rohn. Oder die Izumo. Jetzt kann er hier wieder auf die wirken. Also, er ist da wirklich turbo-aggressiv. Die Torpedos kommen gar nicht schlecht, wie wir sehen. Jetzt hat er ihn auch angezündet. Ah, der Torpedos, da dürfte der letzte rechts auf jeden Fall treffen. Wenn nicht sogar zwei. Da kommt er ins Ziel an. Die dreht nochmal, aber einer trifft und er lässt die Krake frei. Wahnsinn! So, die Rohn ist natürlich nochmal ein ordentlicher Gegner. Darf man definitiv nicht unterschätzen. Ist auch offen. Aber jetzt wird er weggefahren. Vielleicht nochmal einen Fächer auf die Iowa. Maschinenboost deaktiviert. Mit 2250 Hitpoints wird auch er langsam etwas zurückhaltender, wie man sieht. So, jetzt traut er sich wieder, jetzt wird wieder geschossen. Die Torpedos, die da vor ihm gekreuzt sind, interessieren ihn erstmal weniger. Aber seine Torpedos, die dürften hier... nicht das Ziel finden. Ne, laufen sogar auch noch vorher aus. Man muss dazu sagen, bis zu dem Schiff haben die Russen kaum Torpedoreichweite. Also erst der 9er ändert es dann so ein bisschen. Habe ich ja damals auch im Preview alle mal gezeigt. So. Und jetzt kann er, jetzt ist er außerhalb der Range, jetzt kann er Stealth schießen, so gesehen. Also er kann schießen, ohne dass er aufgeht. Und der Sieg ist definitiv in Sicht. Auf die Iowa und dem Winkel macht es definitiv Sinn, nur HE zu schießen.
und auch die Reichweite. Guckt mal, wie weit er kommt beim Zerstörer. Also das ist schon ein sehr besonderes Schiff. Jetzt zündet er ihn an. Und da die Rohn kommt da tendenziell etwas näher ran an ihn. Jetzt ist er wieder offen. Also wirklich zum Anschauen ein Gedicht. Da bekommt man Bock sofort, die Russen anzufangen. Wenn da jeder die gleiche Charakteristik hätte mit diesen wahnsinnig tollen Kanonen und der Reichweite der Torpedos, ich hätte ja sofort einen neuen Favoriten. Die Tickets werden auch langsam und sicher immer weniger beim Gegner. Und die Iowa wird auch gleich das Zeitliche segnen. So, ich kann euch sagen, hier passiert jetzt nicht mehr viel, sondern er kriegt keinen Kill mehr. Das Spiel läuft aus, die Tickets laufen runter. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Es war eine sensationelle Runde mit einem Zerstörer und genauso wie es sein soll. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.